um hier reinzukommen. Das habe ich mir nicht gespoilert, das wusste ich auch so. Weil irgendwo habe ich das mal unbewusst gelesen, dass halt in diesem Morast hier die ganze... Oh, irgendwas geht kaputt. Aber ich habe doch gar nicht mehr, was kaputt gehen könnte, oder? Gehen die Waffen auch in meinem Inventar kaputt? Ach, und wenn schon, dann geht's halt kaputt, dann repariere ich sie wieder. Das ist ein schöner Mimik. Bitte. Schade. Eine Rostuhr, ne? Oh, sowas Überflüssiges auch noch. Schien nichts kaputt gegangen zu sein. Okay. Oh, scheiße. Das wird jetzt umständlich. Genau, darum wollte ich das ganz kurz machen hier. Das einmal kurz testen. Beziehungsweise gucken, was hier in der Truhe ist. Und dann einfach mal jetzt gucken, ob ich so in dieser einen Stunde jetzt hier eventuell diesen einen Boss da kriege. Fände ich halt ganz witzig. Für alle von uns. So. Zu den Trophäen. Ja, alle Hexereien, alle Pyromantien, alle Wunder und alle Zaubereien ist erstmal, glaube ich, ganz schön schwierig zu kriegen, ohne sich Hilfe zu holen. Denn manche Sachen kriegt man ja wirklich nur. Welche Hose hatte ich denn jetzt an? Nee, so bin ich jetzt aber. Achso. Ringe fehlen ja noch. Wie heißt das? Manche Zaubereien und so weiter kriegt man ja nur, wenn man gewisse NPCs bis zum Ende begleitet. Also deren Questline quasi macht. Aber ich glaube, das habe ich schon verkackt. Was hatte ich denn noch das hier? Nee, was hatte ich denn noch für einen Ring? Den hier? Was hatte ich denn für einen Ring? Den hier? Erhöht körperliche Angriffe. Dieser Ring. Was heißt denn jetzt körperliche Angriffe? Erhöht Ballons. Was war denn nochmal Ballons? Auch so ein Dreck, ey. Was hatte ich denn da für einen Ring? Oder hatte ich den hier? Nee. Den? Nein. Okay, dann suche ich mir jetzt einfach einen aus. So ein Mist. Hartstahlring? Abwehr? Nee, den hatte ich auch nicht. Aha. Aha. So schön. Die Eitringe. Okay, Ballons. Körperliche Angriffe. Was sind körperliche Angriffe? Ich nehme jetzt einfach die körperlichen Angriffe. Habe ich wenigstens plus 1. Weiß ich jetzt nicht, ob das war. Muss ich nachher mal kontrollieren. Kontrolliere ich, wie gesagt, auch irgendwann mal. So, ja. Questline, genau. Man muss ja dann die Questline von manchen NPCs dann da durchbringen, damit die dann überhaupt einem gewisse Zaubereien. Aua, 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 aua. Geben. Und da gehe ich einfach von aus, dass ich das eh schon teilweise verkackt habe. Also da muss ich schon das Buch oder andere Hilfe muss man sich da schon holen, weil sonst klappt das absolut gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Ich bin immer noch vergiftet. Wir werden auf jeden Fall offiziell weitermachen unten in wie ist das? Amanas Schrein oder irgendwie sowas. Ah ja, genau. Ich habe auch noch geguckt, was in den beiden Truhen war, die ich da aus Versehen zerstört hatte. Da war nicht wirklich was Wichtiges, glaube ich, drin. Ich habe noch so ein bisschen was anderes gelesen über andere Truhen, die da sind. Da was zur Hölle war das denn? Hast du so noch alle? Hab ich ein Schwein. Irre. Da war nicht wirklich was Wichtiges, Wertvolles drin. Von daher, das ist jetzt halt, ja, ist halt doof gelaufen. Ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Ich denke, wir werden es trotzdem überleben. So gerade eben. Komm schon. Geiles Schwert. Ich will das Schwert haben. So. Ja, die Truhe wollte ich sneaken. Und jetzt gehen wir direkt zum,
Das ist ein Bosskampf. Wo war denn hier dieses andere Bonfire? Ja. Ging schon dran vorbei, ne? Ach, egal. Laufen halt wieder bis hierhin. So, wenn wir jetzt laden, dann lese ich jetzt noch einmal kurz durch, was wir noch auf der Liste haben. Ups. Pharos. Türen des Pharos, genau. Und dann reisen wir nach, hier? Glaube ich. Oh Gott, da war ich schon lange nicht mehr. So, was haben wir denn? Das fette Vieh im Loch, ja. Wo wir immer noch nicht wissen, was das ist. Der Dunkeleid und dann den Typen am Feuer im Jägerhain. Ja, das hatten wir ja auch in der letzten Session. Dass der sagt, ich rede eigentlich nur mit dir, wenn du dunkel bist oder Dunkelheit hast. Und da gehe ich davon aus, dass es eben dieser Dunkelheit mit was zu tun hat. Den Dunkelheit wollte ich sowieso noch erforschen, weil ich glaube, dieser Typ in dem Rollstuhl, der war ja immer bei so einem komischen Monument. Und ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass dieses Monument bestimmt... Was ist denn da für ein... Hä? Ach ja, hier war man ja direkt davor. Ich erinnere mich. Oh, wir haben viele Seelen. Warte mal, was brauche ich denn für das nächste? Ich könnte einmal mal eben aufleveln. Ich glaube, das mache ich auch. Ich kann ja eben noch ein bisschen erzählen. Dass wir dann dadurch auch mit dem noch irgendwie weiter interagieren können. Mal sehen, was das ist. Linke Seite, eine Tür unten bei dem Amanas-Schrein oder wie das hieß, das wissen wir ja auch noch. Im Erntetal, die Items immer noch hinter dieser Holzwand. Das weiß ich, dass dieses fette Vieh, was glaube ich ja gar nicht mehr wiederkommt, die Holzwand zerstören muss. Aber ich erwarte dahinter jetzt auch kein Wahnsinns-Item, muss ich ganz ehrlich sagen. Items bei Schmetterlingen im Jägerhain sind immer noch, da könnten wir eigentlich auch nächstes Mal hingehen. Pharosstein im Heiligengrab. Mal gucken, ob ich das mache. Gucken. Boss im Pharos-Level, da gehen wir jetzt ja gerade hin. Halt jetzt die Klappe. Da gehen wir jetzt eben hin. Die Wand bei der Sünderin, das glaube ich alles allerdings eine Verarsche. Ein Level habe ich, ne? Ein Level. Angriffsstärke, Angriff. Warte mal, hier ist doch unsere Waffe. Okay. Na komm, wir machen mal Belastung, dann können wir ein bisschen mehr Ausrüstung tragen. Ich weiß zwar nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber wir machen es einfach mal. So. Pharos, das da und dann dahin. Jo. Da stand ja ein Schriftzug auf dem Boden, scheinbare Wand oder so, aber ich glaube, wie gesagt, dass das eine Verarsche ist. Dann immer noch unser Lieblingsfeuersalamander, yeah. Bei dem wir wahrscheinlich immer noch keinen Schaden machen. Dann noch die Truhe unter dem Vogel bei den Minen. Da hat mir ja, hat mir einer von euch erzählt, dass da nichts drin ist. Das heißt, das kann ich eigentlich streichen. Hoffe ich zumindest, dass das so ist. Wie ihr verarscht mich. Und Schlüssel für die Tür bei den Minen. Da ist ja immer noch eine Tür, auch in der Nähe von der Vogeltante, die verschlossen ist. Ich habe meines Wissens nach bis jetzt noch keinen Schlüssel wieder gefunden. Warte mal. Bin ich menschlich? Jo. Ist hier vielleicht irgendwo ein Sign? Er legt doch mal ein Sign. Und wir gehen da schön zusammen hin. Was hältst du davon? Ich kann hier noch nicht mal ein Sign legen. Oh. Oh. Okay. Hi. Ja, das ist allerdings wirklich schlecht. Ja, dann brauche ich auch nicht darauf warten, dass mir irgendeiner zu Hilfe kommt. Also, was Blödes. Naja, dann versuchen wir mal unser Glück. Ich meine, wir sind natürlich jetzt weitaus höher gelevelt, ja. Aber ich habe da immer noch 1, 2, 3, 4 von diesen kleinen Viechern. Aber ich bin der Meinung, ich habe eine reelle Vergiften? Meinst du, der Boss kann giften? Was ist das für ein Deutschmann? Kann durch Gift sterben. Jetzt bin ich selber vergiftet. Au. Ach, ich habe nicht drauf geachtet. Ich bin ein Ömel. Ich sag noch, ich bin vergiftet und achte dann nicht drauf.
Mucke. Scheiße. War das denn das Zeichen für Gift? Ich hatte da aber noch irgendeinen anderen Status-Effekt. Versteinern oder irgendwie sowas? Was hatte ich denn da noch? Ich sehe es nicht. Doch, das ist da. Versteinerung. Ach, die versteinern mich auch noch. Och, Kinders. Echt jetzt? Also Gift war scheiße. Ich muss die schneller klein kriegen. Dann wieder die Frage, gibt es ein Item, was meine Giftverteidigung erhöht? Das hier höchstens eine verringert Giftansammlung und heilt Gift. Aber das ist nicht für vorher nehmen. So ein Schmuh. Die liegen so weit weg. Schön Seelen. Das sieht schon mal viel besser aus. Lauf, du Sau. Hoi, 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 hoi. So. Oh, guck mal, ja. Oh, toll. Nehmen wir mal mein Schild. Weil der nämlich extrem viel Stamina wegmacht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Der hat aber auch einen Schlag, ey. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich den machen soll. Trink. Da hat man keine Schnitte. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich den machen soll. Ich glaube, ich werde das folgendermaßen machen. Ich werde jetzt versuchen, immer unter denen zu laufen. Also nach wie vor haben wir wenig Chancen gegen den, muss ich sagen. Und das ist schon 5 Meter behindert. So was Bescheuertes. Tja, wie mache ich das mal am besten? Ach, Quatsch, den hier. Oh Gott! So, jetzt schön unter ihn. Immer schön unter ihn. Siehst du? Lauf doch! Ich habe keine Stamina mehr gehabt. Ach so. Ach komm! Trinken! Trinken! Keine schlechte Idee bis jetzt. Das klappt sogar, Leute. Allerdings treffe ich ihn so gut wie gar nicht. Ich musste mal gerade die Markierung wegnehmen. Oh, das wird was. Stamina! Komm schon! Nein, Stamina. Stamina! Ja, läuft! So schwer ist es gar nicht gewesen. Ihr habt gesiegt. Wen habe ich denn jetzt überhaupt besiegt? Königliche Rattenprüferseele? Hat das wohl was mit dem Rattenkonvent zu tun? Pharaos Wahrheitsverkünder. Naja, von mir aus gerne. Wo war denn jetzt hier die Tür? Achso, hier komme ich her. Dann gehe ich jetzt hier auch nochmal eben einmal eben hin. Dann gehe ich jetzt hier eben einmal auch nochmal eben hin. Einer hat's ja drauf hier. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo ich jetzt hinkomme, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, denn die Tür, die sieht man überhaupt nicht hier. Ich dachte doch gerade schon, ich würde jetzt einfach hier wieder in den großen Raum ganz normal zurückkommen. Wer ist er denn? Why comest thou here, human? Schon wieder so eine Ratte? Thy treason will not go unpunished. Wieso? Wie, welcher Verrat? Begone. I will gaze upon thee no longer. Den Eid vom Rattenkönig habe ich doch schon
entdeckt. Ja. My servant, do not disappoint me. Speak thy mind. Hm. Ach, guck mal hier, stärkt vorübergehend Giftresistenz. Kommen die 5? Ach, 16. Was? Ach so, ja, Entschuldigung, 5. Ach, 5 habe ich davon. Und wusste ich gar nicht. Wie, mehr kann ich jetzt bei dem nicht machen? Das ist ja irre. Zerstört Ausrüstung vom Säure, okay. Rattenschwanz, nee. My servant, tell me the way of things. There has been much honor in thy service, despite the human blood. I am merciful. The insolent fools line up to trample upon our burrows. My servant, jetzt machst du die ganze Zeit so. Dispatch these invaders, and thy reward will be handsome indeed. Knowest thee of the lockstones, those odd contraptions fashioned by human hand long ago? Thou art human, and thence able. I know thy kind, base plotters and schemers all. My servant, there. Okay, das ist jetzt ja absolut mega spannend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich will jetzt ja nicht schimpfen, aber es hat sich nicht gelohnt. Gibt's so einen Rattenring? Gibt einen Rattenring. Dieser Ring, nee, dies ist der Ring des Rattenkönigs. Leistet diesen ein und tragt diesen Ring, um Eindringlinge im Gebiet des Rattenkönigs in eure Welt zu locken. Wenn ihr diesen Ring erhaltet, verlockt ob der Gelegenheit eure Treue zu bla. Ja, halt PvP, ne? Nö, habe ich jetzt eigentlich nicht so die Böcke drauf und ich werde in diesem Eid auch nicht bleiben. Ob es hier so geht, aber hier... Oh, ist jetzt hier, ist Gavlan. Gavlan, alte Keule. Oh, Gavlan, know you. Gegenstand kaufen, habe ich schon. Giftpfeile! Ja, guck. Guck, Leute. Giftpfeile. Ja, so. Wussten wir wie. Gavlan. Gavlan. Gift. Pfeile. Kostenpunkt. 60. 60. Okay. Das geht ja, glaube ich, noch, oder? Kaufen wir alle. Oh, so viel brauchen wir doch nicht. Oh. So. Ja, ist richtig. Stirb nicht. Verschluck dich nicht oder was auch immer was. Achso, wir können den blöden Boss da streichen. Boss im Pharos-Level weg. Okay. Nein, ich gehe jetzt nicht zu den Feuersalamandern. Das mache ich auch nicht. Ey, los, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Wir benutzen jetzt einfach mal... Oh, das ist ein Feind, ne? Wieso stunne ich den nicht? Das ist ja unfair. Die anderen habe ich immer gestunt. Oh, ich dachte, das wären. Wer ist er denn da hinten? Gegner. Okay. Hier unten war doch irgendwo ein. Bonfire. Ja. Das können wir reisen jetzt. Aua, meine Hand juckt zum Jägerhain. Zum Jägerhain. Oh. Ich glaube da. Und mal gucken, ob wir diese Items bei den Schmetterlingen kriegen. Einfach nur, dass wir was von der Liste streichen können, denke ich jetzt. Das werden wahrscheinlich die langweiligsten Items ever sein. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Und gucken, was bei rumkommt. Leute, ohne Spaß. Ich habe schon wieder meine Aufnahme gecancelt, kann das sein? Das ist ja der Hammer. Die ist lang.
Ach, die habe ich jetzt gerade erst gecancelt, kann das sein? Ey, meine Herren. Wahnsinn, echt. Adrian, du hast ein Wahnsinnstalent. Das gibt's doch überhaupt nicht, ey. Wie schaffe ich sowas immer? Speichern. Löschen. Aufnehmen. Warte. Nee, ja, jetzt. Pass auf. Ah, jetzt weiß ich warum. Ich klicke jetzt mal weg. So, wenn ich jetzt auf Space drücke, passiert nichts. So. Naja, ich habe es zumindest noch gemerkt. Wenn auch nicht ehrenvoll. Wie war das denn jetzt nochmal hier? War das hier? War das... Oh, ich weiß es gar nicht mehr.